Auf der Landstraße 14 bei Glasewitz im Landkreis Rostock ist es am Freitagmorgen zu einem Feuerwehrgroßeinsatz gekommen. Aus noch nicht geklärter Ursache geriet gegen 8.15 Uhr der Auflieger eines Lastwagens in Brand. Der LKW hatte Dämmmaterialien transportiert. Zu dem Unglück kam es zwischen der Ortschaft Glasewitz und der Anschlussstelle zur Autobahn 19. Der LKW-Führer bemerkte nach ersten Erkenntnissen während der Fahrt eine Rauchentwicklung aus seinem Anhänger. Er stoppte sein Gefährt und koppelte den Auflieger ab. Zu diesem Zeitpunkt schlugen bereits Flammen aus dem Anhänger. Der Fahrer brachte sich mitsamt seiner Zugmaschine dann in Sicherheit und verständigte umgehend die Rettungskräfte. Kurz darauf trafen die freiwilligen Feuerwehren aus Plaz, Glasewitz und Güstrow am Brandort ein und fanden einen vollständig in Brand stehenden Auflieger vor. Die Kameraden mussten unter schwerem Atemschutz die Flammen bekämpfen, die durch den starken Wind immer wieder angefacht wurden. Mit großen Gabeln nahmen sie das brennende Dämmmaterial auseinander. Es kam zur Vollsperrung der Landstraße 14. Ein Teil des Asphalts wurde aufgrund der enormen Hitze beschädigt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern gegenwärtig an.